Bitte und wir wollen ein bisschen darüber reden, über diese 51 Minuten, die so unglaublich schön waren zum Zuschauen, auch wenn man sagen muss, der Anfang war hart, richtig? Der Anfang war sehr hart, ja. Vor allen Dingen mussten wir wirklich damit umgehen, dass wir nicht gut ins Spiel reingekommen sind, dass wir trotzdem halt weiter gearbeitet haben und daran geglaubt haben. Das war halt sehr wichtig, weil unser Start war nicht der allerbeste. Was macht man denn da auf der Platz? Wenn man sagt, zu den ersten 10 Minuten, aber das läuft irgendwie nicht so richtig, stellt man da was um, wird man nervöser oder wie geht man damit um? Ja, also mental ist es vor allem schwer, einfach weiterzumachen, weil liebe Zuschauer, noch ein paar Worte zu den beiden Akteuren auf dem Center Court. Hans-Christian Wittig ist ein gern gesehener Stammgast hier in Mülheim, war vor 2 Jahren ja auch im Finale. In seinen 31 Jahren ist er mit einer Menge Routine ausgestattet und hat sich durch dieses Turnier bislang erfolgreich durchgekämpft in Richtung Viertelfinale, das am heutigen Tag ausgetragen wird. Und wir freuen uns sehr, dass der Nummer 9 gesetzte gestern ein unfassbar hartes Match
noch gewonnen hat im dritten Satz mit 22 zu 20. Begrüßen Sie from Denmark Hans-Christian Zollberg mit den Goals. Und auf der anderen Seite steht der aktuelle Superstar in dieser Sportart. Er ist der amtierende Olympiasieger und er hat eine sensationelle Form zur Hand, die er auch hier bislang in dieser Woche in Mülheim uns gezeigt hat. Ist bislang noch komplett ohne Satzverlust. Gestern die erste echte Probe, wo er 21-19, 22-10 gewann. Aber heute wird es schwieriger werden. Wir sind wirklich stolz, ihn hier zu haben und heißen ihn ganz besonders herzlich willkommen. The Olympic Champion from China, Chen Long!
team manager from Japan. The team manager from Japan, please come to the information point. The team manager from the Japanese team, please come to the meeting point. Liebe Zuschauer, das ist natürlich genau das, was wir nicht haben wollten, eine verletzungsbedingte Aufgabe. Und der traurigste hier gerade steht gerade neben mir, aber vorher wollen wir dann doch auch, wenn es in dem Fall ein Sieg ist, den er auch lieber anders gewonnen hätte, diesen Mann huldigen. Das ist der Rückkehr, der jetzt vorne mal genau. Thanks a lot, Chef. Also, er hat uns gerade nochmal gesagt, es tut ihm so leid, dass das passiert ist. Hast du es ja? Another very good moment for you. What's happened? Yeah, well, after my first match here, I started feeling some pain in my left leg. And for the second match, it didn't really get worse, so I thought I could keep on playing. But in the first round, really, we had in the second set, I felt like a pinch in my leg, like a knife. And yeah, from that point on, it's pretty hard to play. I like to learn this small board, so yeah, it was pointless to keep on going. Absolutely chances, but I had 100% against him. Also, du sagst, es ging Anfang der Woche schon los, dann war eigentlich gestern schon wieder ein bisschen besser. Heute, beim Anfang des zweiten Satzes, hat sich richtig angezogen ins linke Knie, beziehungsweise ins linke Bein, und da gegen einen Heimweg Chen Long zu bestehen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist dann ja auch eine Frage der Gesundheit, die man gegen die Knie beantworten kann. I think you really like this tournament here in Germany, because 2 years ago you went to the finals. So, a very sad moment, also for the German fans. You should ask me, but I know. For me, it's extremely annoying at the moment. I always enjoy going to Germany, even though I've lost now 11 times in a row. It's always good fun to play, but it's a good challenge for me. And it's always almost a sellout card here, so I always enjoy it, but I don't enjoy playing if I'm feeling pain every time I move around. So, yeah, there was no choice for me. Also, es war heute ein Videos, aber Markus Simmer, wenn er jetzt schon zweite Mal der Wahl gegen ihn verloren hat. We hope you can see you next year here in Milan again. This is the audience for you. Thank you.
wir haben das nächste Match auf dem Center Court. Wir freuen uns jetzt auf ein Women's Title. Court Number 1, Umpire Kenneth Jens Bay, Denmark, Second Judge Paradina Sien, India. Wir rufen auf from Japan, Shiro Tanaka und Koharu Yonemoto. Sie treten gegen die indonesische Kombination Della Destiara Harris und Rosita Eka Putri Sari. Herzlich willkommen, das ist unser Applaus für die Ladies. Jetzt auf die Center Court. Im Zuschauer nochmal zur Erinnerung, es läuft jetzt einfach die Autogrammstunde mit dem früheren Europameister Marc Zwiegler, Vizemeister auch bei der Deutschmeisterschaft, der einen schwachen Spiel in einer Rot verloren. Der Mann schreibt weiter fleißig Autogramme zwischen den Blöcken E und F, dort war gar nichts für Spannung gestanden. Das Marc Zwiegler jetzt live. Super, viel Spaß. Auch dann. Wir starten jetzt auf dem Center Court in der Damenkoppel. Für alle, die ein bisschen später zu uns gekommen sind, wir haben mehr oder weniger noch viel Zeit langsam am heutigen Tage. Wir freuen uns gleich auf den Platz Nummer 2 auf der Olympia Siegerin, Carolina Marin, die wir dort das nächste Match bestreiten. Ja, unglaublich spannend, wir haben noch vor uns das Match of the Day. Das wird dann ganz am Ende auf dem Center Court. Rafael Beck und Carla Nelte gegen Chris und Gary Adcock sein. Ein wirklich klares neues Top-Team-Einfahrt. Danke, Herr Deutscher. Wir haben 15 Minuten und dann bis zum nächsten Mal. Welcome to the Yonex Challenge.
halfway there. That's all I'm asking. Okay.